willkommen zur Comic-Con in St. Petersburg. Dieser Riesen-Event mit viel Interessantem zu sehen findet seit 2015 schon zum zweiten Mal hier in der SKK-Halle statt und ist einer der größten dieser Art in Russland. Und hier kann man wirklich außergewöhnliche Besucher sehen. Die Cosplayer, die ihr hier seht, kommen teilweise aus Regionen, die hunderte von Kilometern von hier entfernt liegen. Aber es sind auch viele Petersburger dabei. Veranstaltet werden unter ihnen Wettbewerbe im Einzel und in Gruppen. Und bei beidem war die Konkurrenz hart. Bei der Comic-Con in Pita war übrigens auch echte internationale Fantasy-Prominenz dabei. Der britische Schauspieler Ian White war vor Ort, der in der Kultserie Game of Thrones Sir Gregor Clegane und einen weißen Wanderer gespielt hat. Die Serie ist unter russischen Fantasy-Fans genauso kult wie in Deutschland. Ich bin kein echter Insider in dem Bereich, aber auch ich hatte auf der Messe wirklich viel Spaß. Auf der Comic-Con gibt es natürlich nicht nur Cosplayer. Wir haben uns bei den schönsten Ständen auch umgesehen. Praktisch alle großen Namen waren vertreten. Star Wars, Harry Potter, Gravity Falls, Back to the Future oder Beetlejuice, aber auch ganz kleine Spezialläden für Games oder Fantasy. Beim Thema Bücher gab es weitere Promis. Sergei Lukjanenko, der Autor der international erfolgreichen Wächterreihe und vieler weiterer Bestseller-Romane, stand zum Gespräch bereit. Daneben gab es natürlich viele Shops, Live-Games und Party. Das war wirklich auch für mich ein außergewöhnlicher Event und ich bin echt beeindruckt von den Leuten mit ihren einfallsreichen Kostümen. Bei mir geht es aus St. Petersburg in 2 Wochen weiter und mehr Videos findet ihr unter dem Link. Also tschüss von der Neva und abonnieren nicht vergessen!